Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Investment Talk. Heute geht es, ihr habt es euch gewünscht, um die Legendary Collection 25th Anniversary Edition. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Um dieses gute Stück geht es heute, die Legendary Collection 25th Anniversary Edition. Heute gucken wir uns mal an, inwiefern unterscheiden sich zunächst einmal die darin befindlichen Karten in ihrer Qualität und auch vom Layout und dem Print her von den ursprünglichen Karten, die wir in der originalen Legendary Collection oder auch im ersten Reprint der Legendary Collection Game Board Edition zu sehen bekommen haben. Darüber hinaus sprechen wir darüber, inwiefern die Einzelkarten aus diesem Set ein Investment wert sind und natürlich, wie es als OVP-Produkt zu diesem Thema aussieht. Und da fangen wir auch direkt mit der Verpackung des Ganzen an, bevor wir uns dann den Karten selber widmen. Die Legendary Collection 25th Anniversary Edition ist wesentlich kleiner als natürlich das Original im Ordner oder auch die Gameboard Edition. Die Gameboard Edition war übrigens dann auch die Variante, die gereprintet wurde. Bedauerlicherweise, ich hätte den Ordner interessanter gefunden damals. Und eigentlich ist hier fast alles gleich. Innen drin ist es ein bisschen lieblos, ich kann es euch leider nicht zeigen, weil schon ausgepackt und so. Innen drin ist noch so eine Kartonageneinlage und da liegen dann halt das Promo-Pack und die Booster drin, eigentlich relativ lieblos. Die Verpackung selber ist allerdings ziemlich wertig und ist ein guter Dekoartikel, den ich auch behalten werde. Zum Wegschmeißen eigentlich viel zu schade. Und man hat auch nochmal die Götter in Holo drauf. genau. So viel zu dem Thema. Ansonsten unterscheidet sich die Legendary Collection eigentlich nicht von der normalen Legendary Collection mit einer Ausnahme. Wenn wir mal auf die Rückseite gucken, dort sind die ganzen Sachen aufgelistet, die wir hier drin finden. Ihr seht die 6 Booster der ersten 6 Main Sets, natürlich die obligatorisch für die Legendary Collection 1 üblichen Promokarten. Und dann haben wir hier aber noch ein Plus-Fragezeichen. Und hier steht zusätzlich, erhältst du eine dieser 6 Karten als 7. Bonuskarte in der neuen Quarter Century Secret Rare Technologie. Ja, das ist eine neue Rarität, die auf den Markt gekommen ist, die sehr stark einer Starlight Rare und auch sehr stark einer 20th Anniversary Secret Rare ähnelt. Wir gucken uns das Ganze dann auch gleich nochmal etwas genauer an. Das ist der einzige Unterschied und auch dieser eine Unterschied, diese eine Karte in den Promo Packs ist auch für viele Leute der Grund, dieses Ding zu kaufen. Es gibt sehr viele, die gesagt haben, unter anderem auch ich selber, dass sie das gar nicht gekauft hätten, wenn diese Karte oder diese Karten in dieser neuen Rarität nicht da drin gewesen wären. Das ist sozusagen der Eyecatcher, wenn man so möchte, der Grund, das Ganze hier zu kaufen. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, inwiefern unterscheidet sich denn überhaupt der Print von den älteren Prints. So, anhand dieses Obelisken aus dem Promopack möchte ich mal kurz den Unterschied zwischen den alten Karten und den neuen deutlich machen. Ich denke, ich muss keine der alten Karten daneben halten, um den Unterschied erkennbar zu machen. Wir haben einfach das komplett moderne Layout. Wir haben den Namenskasten, der wirklich sehr deutlich zu sehen ist. Der war ja früher etwas verschwommener. Wir haben natürlich das schon lange veränderte Monster- oder auch Bildkastenrahmen-Dingens-Gedöns-Dingsterbumster, das mittlerweile auch größer, also schon seit langer Zeit größer ist als früher. Wir haben auch unten nicht mehr Katsuki Takahashi stehen, sondern so ein komisches Studio, ich kann es jetzt von hier aus nicht lesen. Und auch die Attribute und die Stufen des Monsters sind mittlerweile holographisch. Das heißt, die Karte sieht einfach komplett anders aus als damals. Das hier ist natürlich gleich geblieben. Die Karte ist hinten blau. Wäre noch schöner gewesen, wenn sie das auch abgeändert hätten. Ja, jetzt werden Sie einige fragen, warum haben Sie das nicht im alten Layout gemacht? Ich persönlich kann jetzt nur das nachquatschen, was ich in einem Video von Randebrain gehört habe. Und zwar muss das irgendwie copyright-technische Gründe haben. Was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, weil, naja, die haben doch eigentlich das Copyright für dieses Layout, oder? Täusche ich mich da jetzt oder hat das jetzt damit was zu tun, dass auch nicht mehr Katsuki Takahashi, sondern irgendwas mit was steht da, Susenja Studios oder was weiß ich steht? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es wohl copyright-technische Gründe. Ansonsten, das soll gar nicht negativ sein, muss man sagen, sieht der Druck sehr hochwertig aus. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn man mal diesen Druck aus der Legendary Collection vergleicht und vergleicht ihn zum Beispiel mit dem Druck von Secret oder Ultra Rares aus aktuellen Mainsets oder so, da ist das wirklich Bombe. Wirklich, wirklich, wirklich Bombe. Also ich habe teilweise, hier, da gab es doch letztens dieses Photon Hypernova Set, habe ich mir 2 Displays geholt gehabt. Da sind die Ultra Rares teilweise mit Silvering rausgekommen. Ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Und hier,
Nö, hier passt alles. Also sieht auch sehr, sehr wertig aus. Ihr seht es auch, wenn ich es hier mal so ein bisschen gegen das Licht halte. Es ist nicht speckig oder so. Es sieht wirklich sehr, sehr gut vom Finish aus. Also das gefällt mir wirklich, wirklich klasse. Jetzt wissen wir, wie die Karten aussehen. Und jetzt gucken wir uns noch die Quarter Century Secret Rare an. Ja, dafür nehmen wir den guten Slifer, den ich aus der ersten Box gezogen habe, her. Und ich muss sagen, das ist natürlich eine Rarität, die natürlich sehr umstritten ist. Es ist so eine Rarität, die sowieso zu so einer speziellen Familie gehört. Natürlich zum einen zur Secret Rare Familie, zum anderen sieht sie natürlich auch uns bereits bekannten Raritäten sehr ähnlich, wie zum Beispiel der Starlight Rare oder auch der 20th Anniversary Secret Rare. Wir haben hier auch, ihr seht es, ein Wasserzeichen. Ich muss allerdings sagen, dass das Wasserzeichen hier im TCG nicht so hochwertig aussieht wie das im OCG. Das sieht ein bisschen billiger aus, aber trotzdem cool. Und dementsprechend hat man das Gefühl, hier was Wertiges in der Hand zu haben. Und auch diese Promos kosten zwischen 8 und 10 Euro tatsächlich. Der Main-Unterschied oder der Hauptunterschied zur zum Beispiel Starlight Rare ist natürlich hier das Wasserzeichen, vollkommen klar. Und natürlich, dass die Schrift golden ist. Die ist nicht silber, sondern golden. Bei der Starlight ist die ja so ein bisschen silber gehalten. Der Unterschied zur 20th Anniversary Secret Rare ist auch die Schrift. Denn bei der 20th Anniversary Secret Rare steht zum einen nicht nur 20th hier drin statt 25, sondern die Schrift einer 20th Anniversary Secret Rare ist auch rot. Und nicht Gold. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Vielleicht gibt es noch Unterschiede in, keine Ahnung, der Helligkeit des Secret Rare Effect. Vielleicht, ich glaube, die Starlight ist ein bisschen dunkler, die ist ein bisschen mehr shiny so. Aber ansonsten ähneln sich diese Raritäten wirklich, wirklich extrem. Fangen wir auch direkt mit diesen Karten hier an. Wenn wir uns die Frage stellen, ist denn, sind diese Quarter Century Secret Rares ein Investment für die Zukunft? Und jein. Ich sag mal jein. Es kommt auf Konami an. Es kommt aufs Reprint-Verhalten an. Wenn die jetzt natürlich sagen, wir bringen jetzt alle 5 Jahre die Legendary Collection 1 raus mit diesen Quarter Century Secret Rares, dann wird die Karte natürlich genauso wertlos wie eine Super Rare heutzutage aus einem Main Set. Das wird ein Centartikel. Wenn Konami allerdings das Ganze auf sich beruhen lässt und es einfach nur aus diesem Set diese Karte in dieser Rarität gibt, dann wird es über die Jahre natürlich so sein, dass diese Karte an Wert gewinnt. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass es heutzutage auch so ist, dass die Leute besser auf ihre Karten aufpassen, auch auf die, die nicht unbedingt wertvoll sind. Das bedeutet, wir werden hier auf gar keinen Fall so einen krassen Anstieg an der Seltenheit einer Karte haben, in gutem Zustand, wie damals, als wir noch keine Hüllen kannten, unsere Karten mit den Hosen mitgewaschen haben oder sie im Allgemeinen einfach ohne Hüllen mit Gummibändern zusammengehalten haben. Also die Zeiten sind vorbei. Das heißt, die wird immer in ausreichender Stückzahl auf dem Markt sein. Aber ich sage mal, 20, 30 Euro auf jeden Fall. Vielleicht täusche ich mich auch und die geht enorm in die Höhe, in den dreistelligen Bereich. Halte ich gar nicht mal für unmöglich, aber halt für eher unwahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich denke, da ist dann auch schon das Potenzial dieser Karten ausgeschöpft. Diese Karten sind auch wirklich, also in dieser Rarität sind auch so der Grund, warum sehr, sehr viele Leute sich dieses Set überhaupt gekauft haben. Dazu zähle ich übrigens auch. Ich hätte mir nur eine Box für dieses Video geholt, wenn es die nicht da drin geben würde. Da es die gibt, habe ich jetzt 3 geholt, in der Hoffnung, das Götterset zusammenzukriegen. Aber am Obelisken ist es gescheitert. Ich will ja im Allgemeinen auch nur die ganzen anderen haben, in großer Stückzahl. Aber das einmal dahingestellt, hat jetzt nichts mit dem Video per se zu tun. Gut. Die Quarter Century Secret Rare haben wir abgehakt und jetzt kümmern wir uns mal um die normalen Karten. Ja, die normalen Karten aus den regulären Boostern haben natürlich ebenfalls das neue Layout und natürlich das neue Finish, wie auch die Promokarten. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, erstens, inwiefern hat das denn überhaupt Impact auf die bereits bestehenden Karten aus den früheren Reprint-Sets oder auch dem Original-Print der Legendary Collection 1 und vor allem, wie sieht es denn allgemein mit den Karten aus? Werden die irgendwann was wert sein? Ja oder nein? Und zunächst einmal möchten wir uns um das Thema kümmern, inwiefern die Impact auf alte Karten haben, würde ich sagen. Ich denke, hier wird es absolut gar keinen Impact geben, denn ja, der Markt wird jetzt natürlich überflutet mit diesen Karten hier. Allerdings, wenn ich das richtig gesehen habe auf Card Market, sind die Dinger getrennt. Das heißt, diese hier findet ihr nicht ganz normal bei den Spellruler-Karten, sondern da gibt es dann diese Spellruler 20th
25 Anniversary Rubrik, wo man die dann drin findet. Das heißt, sie sind hier offensichtlich nochmal so ein bisschen abgesondert, auch innerhalb von Card Market. Das heißt, es kann auch nicht zu Verwechslungen kommen oder auch zu vorsichtigen Preisen deswegen oder zu vorsichtigen Käufen, weshalb dann der Preis sinkt und so weiter. Irgendwelche Horrorszenarien in der Richtung halte ich deswegen für ausgeschlossen. An sich wird diese Karte niemals gesucht sein bei einem Sammler, der wirklich eine First Edition will, sowieso nicht. Der wird sich sowieso immer auf das Alte beziehen. Und ein richtiger Retro-Fan, der ist ja auch in der Regel eher so ein Fan von dem alten Finish. Von zum Beispiel damals die Karten, wenn die gestanzt wurden, die Ecken, die waren nie hundertprozentig gleich. Das sah noch ein bisschen rabiat und rustikal aus. Das hatte so einen gewissen Charme, das alte Layout auch und so weiter und so fort. Und ich denke, so ein Sammler, der wird sich nicht die hier ranholen. Es sei denn, es handelt sich um Karten, die halt andernfalls wirklich unbezahlbar für ihn wären. Dann wird man vielleicht darauf zurückgreifen. Das bedeutet, ich denke mal, es wird überhaupt gar keinen Impact auf die bereits bestehenden Reprints haben. Die werden nach wie vor ihre Wertigkeit behalten und werden dadurch meiner Meinung nach auch nicht fallen. Das heißt, dieses Set ist, trotzdem es wieder mal ein Reprint-Set ist, absolut nicht gefährlich für den aktuellen Bestand, wenn man so möchte. An und für sich, und das kann man auch, denke ich, ganz gut vom ersten Punkt ableiten, denke ich auch, dass die Karten an sich keine große Wertanlage sind. Das liegt aber auch vor allen Dingen daran, dass die Karten nichts Besonderes haben, abgesehen von ihrem modernen Layout. Hätte man jetzt hier ein paar Sachen anders gemacht, zum Beispiel das Kürzel, hätte man nicht einfach Spellruler DE000 gemacht, sondern hätte man zum Beispiel 25 Spellruler DE000 gemacht und hätte hier auch das Wasserzeichen reingehauen, zum Beispiel, ne? Von den Quarter Century Secret Rares, dann wäre die Karte schon wieder was Besonderes gewesen. Dann hätte es sein können, und ja, tatsächlich, wegen diesen kleinen Details, die ich gerade genannt habe, hätte es sein können, dass die Karten deshalb doch ein Investment wert sind. Einfach, weil sie als spezielle Jubiläumsauflage gekennzeichnet werden. Auch als Einzelkarte, nicht nur in dem Set an sich. Und das hätte ich halt gefeiert. Oder wenn sie in den Original Sets, sag ich mal, nochmal in einem alternativen Artwork rausgekommen wären. Oder man sie aus dem Original Set nochmal als Quarter Century Secret Rare hätte ziehen können und so weiter. Man hätte solche Sachen machen können. Da wäre es dann schon eher möglich gewesen, das Ganze so ein bisschen auch als Wertanlage für die Zukunft zu sehen. So wie es jetzt ist, allerdings nicht. Also klar, es gibt ein paar, die werden immer ein paar Euro wert sein. Er zum Beispiel oder der Chaos Imperator, Drache Jinzo und so weiter. Die werden auch ihre 10, 20, 30 Euro von mir ausgehen. Aber das ist dann auch schon, denke ich mal, das höchste der Gefühle. Ich kann mich allerdings natürlich auch täuschen. Ja, wie sieht es denn aber jetzt mit dem Set an sich aus? An und für sich muss man natürlich sagen, dass sehr, sehr viele, beziehungsweise die meisten Sets mit wenigen Ausnahmen, nach einer Weile steigen. Ich meine, Dark Saviors, ein Set, von dem heute kein Arsch mehr spricht, kostet auch schon über 200 Euro, glaube ich, oder knapp 200 Euro auf Market. Zumindest das letzte Mal, was ich nachgesehen habe. Ich habe übrigens noch ein OVP hier. Falls ihr ein Opening dazu möchtet, sagt einfach mal in den Kommis Bescheid. Ich bin noch so ein bisschen am Hadern mit mir, ob ich das aufmachen möchte oder nicht. Aber eigentlich möchte ich es schon aufmachen, einfach auch, weil die Karten cool sind. Ich möchte das nochmal zelebrieren, weil das war wirklich ein saustarkes Set. Mein Lieblingsset aus dem entsprechenden Jahr. Aber darum geht es nicht. Jedenfalls ist es im Allgemeinen so, dass sehr viele OVP-Produkte einfach in ihrem Wert steigen. Das heißt, ich denke mal, wenn man sich drei Stück davon bunkert, kann man damit nichts verkehrt machen. Ich denke so in, keine Ahnung, 4, 5, 6 Jahren ist das Teil dann halt auch seine 150 Euro wert oder so, oder ein Huni wert, irgendwas um den Dreh. Auf jeden Fall mehr wert als die knapp 20 bis 25, die man, je nachdem wo man es kauft, für dieses Teil bezahlt. Allerdings hat dieses Set natürlich auch Konkurrenz, und zwar ist ja parallel dazu oder früher oder später, das weiß ich gerade gar nicht, nochmal so ein Jubiläumset erschienen oder nochmal solche Jubiläumsets erschienen, und zwar wurden ja nicht nur hier in dem Set die 6 Booster reingepackt aus diesem Jubiläums Edition Reprint, sondern es gibt auch zu den jeweiligen Sets komplette Display Reprints, und das ist natürlich etwas, wo ich sage, das stellt einfach das hier in den Schatten. Ne, also es wird einige Leute geben, die sich zum Beispiel ein LOB Display kaufen mit diesem neuen 20th Anniversary Edition Style und das bunkern, und das hat schon eher Potenzial an Wert zu steigen, einfach weil es ein richtiges Display ist und weil man auch an dem Display natürlich erkennt, dass es wirklich eine Jubiläumsausgabe ist. So ist es ja auch irgendwann, wird das ja nicht mehr geprintet und wird natürlich auch seltener werden, OVP-Sachen generell, denn die werden ja aufgemacht, das heißt,
OVP wird es dann irgendwann schwierig, auch an diese Dinge ranzukommen. Und ich denke, die Original Set Reprints, also wo man wirklich dann das Display gereprintet bekommt, die werden wirklich im Wert nach oben gehen. Die sind auch mittlerweile schon überall ausverkauft, waren auch schon im Vorverkauf eigentlich fast ausverkauft, wenn man so möchte. Und kosten jetzt, wenn man sie denn findet, auch so 80, 90, 100 Euro schon. Also die sind sogar schon am Steigen teilweise. Und da stinkt das hier natürlich vollkommen gegen ab. Na, also ich denke auch, es ist was, wo man sich zwei, drei Stück her tun kann. Aber es ist jetzt nichts, wo man wirklich denkt, man könnte da jetzt in ein paar Jahren großen Reibach machen, sage ich mal. Da sind die originalen Legendary Collection Prints sind da viel, viel höher im Preis. Der Ordner zum Beispiel unbezahlbar, wenn man den OVP bekommt mit den Göttern in diesen Fenstern drin. Und auch die Gameboard Edition oder auch der Reprint der Gameboard Edition so werden im Preis auch wesentlich höher sein als das. Das heißt, OVP ist das Ding eine bedingte Investmentempfehlung in kleinen Mengen für nebenbei, aber nichts, worauf man bauen sollte. Ja, ich hoffe, euch hat das Video an der Stelle gefallen und es war informativ. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.